Hallo, lass uns wieder über Mathe sprechen. Heute soll es wie angekündigt um die Fundamentalgruppe gehen. Fundamentalgruppe ist eines meiner allerliebsten Lieblingsthemen und war auch ein ganz großer Bestandteil meiner Masterarbeit. Also heute wird richtig toll und richtig spannend. Um zur Fundamentalgruppe hinzukommen, betrachten wir quasi Wege in Räumen und müssen gucken, wie können wir aus einer Menge von Wegen eine Gruppe konstruieren. Und ja, das ist quasi der Ablauf dieses Videos heute und los geht's. Okay, fangen wir mal damit an zu definieren, was ein Weg ist. Sei X ein topologischer Raum und seien P und Q Elemente aus X, dann definieren wir die Menge Omega XPQ als die Menge aller stetigen Abbildungen vom Intervall 0, 1 nach X, und zwar so, dass Alpha von 0 gleich P ist und Alpha von 1 gleich Q ist. Das ist die Menge aller Wege von P nach Q. Also unsere stetigen Abbildungen vom Intervall 0, 1 nach X, das sind unsere Wege. Und wenn jetzt P gleich Q ist, dann haben wir die Menge aller Schleifen mit Grundpunkt P. Also ist es ja klar, wenn der Anfangspunkt gleich der Startpunkt ist, dass wir dann eine Schleife haben. Und diesen Punkt, von dem wir starten und in dem wir enden, nennen wir dann Grundpunkt. Es ist vielleicht erstmal ein bisschen irritierend, dass Wege Abbildungen sein sollen, aber es ergibt total Sinn. Also stellen wir uns mal vor, wir sind in einem topologischen Raum X und wir haben zwei Punkte P und Q und wir wollen jetzt von P nach Q gehen. Dann müssen wir ja erstmal wissen, okay, zum Zeitpunkt 0 sind wir im Punkt P und wir wollen am Ende zum Zeitpunkt 1 in Q sein. Und dann müssen wir wissen, okay, wie kommen wir jetzt von da nach da, welche Punkte müssen wir da lang gehen, also durchlaufen, und zu welchem Zeitpunkt sind wir in welchem Punkt, also in welcher Reihenfolge müssen wir diese Punkte lang gehen. Und wenn wir halt diese Abbildung haben von 0, 1 nach X, dann haben wir halt immer angegeben zu jedem Zeitpunkt, wo wir halt sein müssen. Und deshalb ergibt das total Sinn, dass die Wege Abbildungen sind, weil die Abbildung sagt uns halt genau, wie unser Weg funktioniert. Also ich hoffe, jetzt ist es weniger irritierend geworden. So, ich habe ja gesagt, die Fundamentalgruppe ist eine Gruppe und sie soll nachher aus ganz bestimmten Wegen bestehen. Und jetzt müssen wir halt gucken, wenn wir jetzt erstmal wissen, was ein Weg ist, wie kommen wir hin, dass wir aus diesen Wegen eine Gruppe kriegen. Und das erste Wichtige ist natürlich, dass wir eine Verknüpfung brauchen, weil eine Gruppe braucht immer eine Menge zusammen mit einer Verknüpfung. Also wie können wir Wege verknüpfen? Okay, betrachten wir mal das Beispiel, dass wir hier P haben und hier Q haben und hier R. Und angenommen, wir haben einen Weg Alpha von P nach Q gegeben und einen Weg Beta von Q nach R. Wir wollen jetzt gucken, wie schaffen wir das, einen Weg Gamma herauszukriegen, sodass wir in P starten und nach R gehen. Und wir haben Alpha und Beta gegeben. Das einzige Problem ist halt, dass wir haben ja die Abbildung Alpha vom Intervall 0, 1 nach X und Beta ist auch vom Intervall 0, 1 nach X. Und wir können jetzt nicht einfach irgendwie erst Alpha gehen und dann Beta gehen, weil dann brauchen wir zu lange. Also wir haben ja immer nur, unsere Zeit ist nur das Intervall 0, 1. Wir haben nicht so viel Zeit, da durchzubummeln. Also was eigentlich das Ding ist, wir müssen halt Alpha doppelt so schnell lang gehen, wie eigentlich Alpha, wir eigentlich Alpha gehen würden. Und wir müssen Beta doppelt so schnell lang gehen, wie wir eigentlich Beta lang gehen würden, um dann halt mit Gamma in diesem Zeitintervall 0, 1 zu bleiben. Also unser Weg Gamma soll einfach sein, Alpha von 2t für 0 kleiner gleich t kleiner gleich 1/2 und Beta von 2t minus 1 für 1/2 kleiner gleich t kleiner gleich 1. Und dann haben wir, dass wir die einzelnen Wegstücke doppelt so schnell durchlaufen und dann aber insgesamt ein Gamma haben, sodass wir bei Gamma von 0 im Punkt P sind und Gamma von 1 im Punkt R sind. Und damit ist Gamma dann wieder ein Weg. Das erste Problem, was man wahrscheinlich sofort sieht, ist, dass wir nicht beliebige Wege miteinander verknüpfen können, sondern nur zwei Wege, bei dem der Endpunkt von dem einen Weg der Startpunkt von dem anderen Weg ist. Aber nehmen wir das erstmal so hin. Also wir haben erstmal prinzipiell eine Verknüpfung. Wir wissen, was Wege sind und wir wissen, was eine Verknüpfung für Wege wäre, die erstmal allen sinnvoll vorkommt. Okay, was brauchen wir noch für eine Gruppe? Wir brauchen inverse und neutrale Element. Neutrale Element soll einfach sein, wenn wir in einem Punkt P stehen, dass wir uns dann einfach nicht bewegen. Es passiert einfach nichts. Das ganze Zeitintervall vergeht und wir tun nichts. Wir bleiben einfach stehen. Also wir sind am Startpunkt 0 im Punkt P und wir sind am Endpunkt 1 immer noch im P. Und für jede Zahl zwischen 0 und 1 waren wir auch in P. Es ist also einfach eine konstante Abbildung. Inverse, also angenommen, wir haben einen Weg Alpha von P nach Q. Dann ist der inverse Weg einfach Alpha' von Q nach P. Also wir gehen Alpha einfach rückwärts. Das wäre dann das gleiche, wie wenn man sagt, Alpha' von T ist gleich Alpha von 1 minus T. Und so können wir inverse Wege definieren.
Okay, was haben wir also bisher? Wir haben eine Menge von Wegen, wir haben ein Neutralelement, wir haben Inverse und wir haben eine Verknüpfung, wobei die Verknüpfung eher ein bisschen problematisch ist, weil wir nicht zwei beliebige Wege zusammen verknüpfen können, sondern die Wege müssen irgendwie zusammenpassen, damit wir sie verknüpfen können. Es gibt aber noch mehr Probleme, weil für eine Gruppe brauchen wir, dass das Assoziativgesetz gilt und unsere Verknüpfung, selbst wenn sie für alle Wege definiert wäre, ist nicht assoziativ. Warum ist die Verknüpfung nicht assoziativ? Betrachten wir mal Alpha von P nach Q, Beta von Q nach R und Gamma von R nach Z. Wir wollen jetzt alle drei Wege miteinander verknüpfen und wir schauen einmal, was passiert, wenn wir Alpha und Beta in Klammern setzen und einmal, was passiert, wenn wir Beta und Gamma in Klammern setzen. Weil Assoziativgesetz sagt ja, wenn wir Klammern setzen, dann ist das egal. Also in beiden Fällen sollte das Gleiche rauskommen, wenn das Assoziativgesetz gilt. Wenn nicht das Gleiche rauskommt, haben wir gezeigt, dass das Assoziativgesetz nicht gilt. Also, verknüpfen wir mal zuerst Alpha und Beta. Dann gehen wir Alpha in doppelter Geschwindigkeit und Beta in doppelter Geschwindigkeit. Wenn wir dann noch Gamma dran verknüpfen, dann gehen wir Alpha in vierfacher Geschwindigkeit, Beta in vierfacher Geschwindigkeit und Gamma in doppelter Geschwindigkeit. So, und jetzt betrachten wir Alpha verknüpft mit Klammer auf, Beta verknüpft mit Gamma, Klammer zu. Also, wir verknüpfen erst Beta und Gamma, dann gehen wir Beta in doppelter Geschwindigkeit und Gamma in doppelter Geschwindigkeit. Und wenn wir jetzt noch Alpha dran verknüpfen, gehen wir Alpha in doppelter Geschwindigkeit, Beta in vierfacher Geschwindigkeit und Gamma in vierfacher Geschwindigkeit. Und wenn wir jetzt vergleichen, was wir rausgekriegt haben jeweils, dann ist das nicht der gleiche Weg, weil wir unterschiedlich schnell die einzelnen Wegstücke gehen. Und damit ist unsere Verknüpfung nicht assoziativ. Um eine Gruppe herauszubekommen, müssen wir also noch einiges tun. Dafür brauchen wir jetzt erstmal noch einen neuen Begriff. Also seien x und y zwei topologische Räume und Alpha und Beta zwei stetige Abbildungen von x nach y. Und wenn wir jetzt eine stetige Abbildung phi von x kreuzt dem Intervall 0,1 nach y definieren können, sodass ein Tupel xs auf phi von xs abgebildet wird und sodass phi von 0 gleich Alpha ist und phi von 1 gleich Beta ist, so nennen wir phi Homotopie und wir sagen Alpha und Beta sind homotop. Das sind unsere neuen Wörter, Homotopie und dass zwei Abbildungen homotop sein können. Okay, wie sieht das aus? Stellen wir uns vor, wir sind wieder in unserem topologischen Raum x und wir haben hier einen Weg Alpha und hier einen Weg Beta. Und wir wollen jetzt eine Abbildung phi haben, sodass phi von 0 gleich der Weg Alpha ist und phi von 1 soll gleich der Weg Beta sein. Und wir wollen das so, dass wir wieder genau wissen, für jedes Element zwischen 0 und 1, wie wir von Alpha nach Beta kommen. Also wenn wir Alpha und Beta stetig auf diese Weise ineinander überführen können quasi, dann sind Alpha und Beta homotop. Okay, Beispiel. Wenn wir uns R kreuz R vorstellen, dann können wir da zwischen allen möglichen Wegen Homotopien finden. Also da können wir alle Wege ineinander überführen. Also das wäre quasi so das einfache Beispiel. Interessanter ist eigentlich, wo das nicht funktioniert. Zu Beispielen, wo das nicht funktioniert, zwei Wege so schön ineinander zu überführen, kommen wir gleich noch. Aber erst noch ein paar neue Begriffe. Angenommen, wir sind wieder in einem topologischen Raum x und wir haben a, eine beliebige Teilmenge von x. Und angenommen, wir haben zwei homotope Wege, Alpha und Beta. Und angenommen, Alpha von a ist gleich Beta von a für alle a-Element a. Wenn wir jetzt die Homotopie so wählen können, dass phi s von a gleich Alpha von a gleich Beta von a ist für alle a in a, dann nennen wir Alpha und Beta homotop rel A. Okay, um das mal anschaulich zu machen, angenommen, wir haben zwei Wege und die sind auf dem ersten Wegstück hier gleich. Und angenommen, wir haben eine Homotopie, sodass wir Alpha in Beta überführen können, ohne dass im ersten Wegstück hier irgendwas Wildes passiert, sondern das bleibt immer fest, das bleibt einfach so über die ganze Zeit. Und wir können dann Alpha und Beta schön ineinander überführen, während dieses hier immer fest bleibt, dann sind Alpha und Beta homotop rel A. Und sowohl Homotopie als auch Homotopie rel A für festes A sind Äquivalenzrelationen. Als nächstes definieren wir uns del als die Menge, die nur die 0 und die 1 enthält. Und wir wollen jetzt mal gucken, welche Wege alle homotop rel del sind. Und im Folgenden betrachten wir dann die Äquivalenzklassen dazu. Wir kriegen dann direkt was Interessantes raus. Also sei jetzt mal Alpha homotop rel del zu Alpha Strich, Beta homotop rel del zu Beta Strich und sei Alpha von 1 gleich Beta von 0. Dann folgt, dass Alpha verknüpft mit Beta homotop rel del ist zu Alpha Strich verknüpft mit Beta Strich. Das heißt, wir kriegen eine wohldefinierte Verknüpfung. Das heißt, die Äquivalenzklasse von Alpha verknüpft mit der Äquivalenzklasse von Beta ist gleich der Äquivalenzklasse von Alpha verknüpft mit Beta.
Und wenn wir jetzt die Äquivalenzklasse von Alpha betrachten und sei Alpha ein Weg, der in P endet und die verknüpfen mit der Äquivalenzklasse vom neutralen Weg in P, dann ist das das gleiche wie die Äquivalenzklasse von Alpha. Und wenn wir jetzt die Äquivalenzklasse von Alpha betrachten und verknüpfen mit der Äquivalenzklasse von dem inversen Weg zu Alpha, dann ist das gleich der Äquivalenzklasse von dem neutralen Weg. Wir haben außerdem, dass wenn wir drei Wege haben, Alpha, Beta und Gamma, dass dann, Klammer auf, Alpha verknüpft mit Beta, Klammer zu, verknüpft mit Gamma, homotop ist zu, Alpha verknüpft mit, Klammer auf, Beta verknüpft mit Gamma, Klammer zu, rel del. Wir haben dann auch, dass, Klammer auf, Äquivalenzklasse von Alpha verknüpft mit Äquivalenzklasse von Beta, Klammer zu, verknüpft mit Äquivalenzklasse von Gamma, das gleiche ist wie Äquivalenzklasse von Alpha verknüpft mit, Klammer auf, Äquivalenzklasse von Beta verknüpft mit Äquivalenzklasse von Gamma, Klammer zu. Das heißt, wir haben genau das, was wir wollten, und zwar das Assoziativgesetz. Wir setzen jetzt P1 von XPQ als die Menge aller Äquivalenzklassen Alpha, wobei Alpha ein Element aus der Menge aller Wege in X von P nach Q sein soll. Genauso setzen wir P1 von XP als die Menge aller Äquivalenzklassen Alpha, wobei Alpha eine Schleife in X mit Grundpunkt P sein soll. Und die Menge P1 von XP, also die Menge aller Äquivalenzklassen von Schleifen in X mit Grundpunkt P, ist die Fundamentalgruppe von X zum Grundpunkt P. Okay, Beispiel. Betrachten wir mal wieder R kreuz R, also die unendliche Ebene mit allen reellen Zahlen. Und jetzt machen wir da aber ein Loch rein. Also wir sagen, das Element 0 nehmen wir raus. Also wir betrachten R kreuz R ohne 0. Das heißt, die Ebene mit einem Loch beim Nullpunkt. Ich habe was vorbereitet. Also ungefähr so, hier ist ein kleines Loch. Und du musst dir vorstellen, das geht jetzt noch in alle Richtungen unendlich weiter. Und jetzt können wir gucken, was ist die Fundamentalgruppe davon. Okay, erstmal wählen wir uns einen Punkt P beliebig. Also sagen wir, hier ist unser Punkt P. Und wir wollen jetzt alle Schleifen betrachten, die in P starten und enden. Also zum Beispiel ist hier eine Schleife, dann ist hier vielleicht eine Schleife und hier vielleicht eine Schleife. Als erstes können wir feststellen, alle Schleifen, die nicht um das Loch rumgehen, sind homotop zum neutralen Weg. Weil immer wenn ich hier eine Schleife habe, kann ich die ja schön in den neutralen Weg überführen. Also das funktioniert stetig. Ich weiß, das ist jetzt ungenau und nicht mathematisch korrekt aufgeschrieben und alles, aber stell dir einfach mal vor. Also hier ist ein Weg, dann kann ich den schön stetig in den neutralen Weg überführen. Was ist, wenn wir eine Schleife haben, die um das Loch rumgeht? Also erstmal alle Schleifen, die um das Loch rumgehen, sind auch wiederum homotop, weil die kann ich auch wieder schön ineinander überführen. Aber Schleifen, die ums Loch rumgehen, sind nicht homotop zum neutralen Weg. Weil ich kann, wenn ich hier eine Schleife habe, das nicht schön überführen, weil dieses Loch mich stört. Weil wenn ich von hier nach da gehen will, müsste ich ja durch das Loch durch. Aber das Loch ist nicht in unserem Raum, da haben wir nichts. Also da kriegen wir ein Problem. Wir können nicht einen Weg, der um dieses Loch rumgeht, überführen, stetig und schön, in den neutralen Weg. Das heißt, wir haben hier schon mal zwei verschiedene Äquivalenzklassen. Einmal die Äquivalenzklasse vom neutralen Weg und einmal die Äquivalenzklasse von einer Schleife, die einmal um dieses Loch rumgeht. Was gibt es noch? Wir können auch einen Weg betrachten, der zweimal um das Loch rumgeht. Das ist auch wieder was ganz anderes. Das ist wieder eine eigene Äquivalenzklasse. Wir können auch die Schleife betrachten, die dreimal um das Loch rumgeht. Das ist auch wieder eine eigene Äquivalenzklasse. Und so kriegen wir für jede ganze Zahl eine Äquivalenzklasse, die dadurch bestimmt ist, wie oft wir um das Loch rumgehen. Das heißt, die Fundamentalgruppe von R kreuz R ohne die 0 ist einfach Z. Das kann und müsste man sich jetzt natürlich nochmal mathematisch genau und korrekt alles formal überlegen, aber das wäre so die Anschauung dazu. Und das wäre ein Beispiel, was man sich mal angucken könnte im Detail, falls man da Interesse dran hat. Okay, ich möchte jetzt noch zwei Wörter definieren, die man im Zusammenhang mit der Fundamentalgruppe oft braucht und dann einfach noch ein paar Eigenschaften der Fundamentalgruppe raushauen, damit man die einfach schon mal gehört hat. Sei X ein topologischer Raum, so nennen wir X zusammenhängend, falls X keine abgeschlossenen Mengen außer der leeren Menge und ganz X selbst enthält. Abgeschlossen bedeutet abgeschlossen und offen gleichzeitig. Okay, Beispiel. Betrachten wir mal die Menge, die nur die 0 und die 1 enthält. Das soll unser Raum X sein. Und wir betrachten das zusammen mit der diskreten Topologie. Das heißt, die Menge aller Teilmengen in X ist gleich der Menge unserer offenen Mengen in X. Betrachten wir jetzt mal die Menge, die nur die 0 enthält. Die Menge, die nur den 0 enthält, ist eine Teilmenge und somit eine offene Menge.
Betrachten wir jetzt x ohne die Menge, die nur die 0 enthält, so ist es auch eine Teilmenge und auch wieder offen. Das heißt aber, dass unsere Menge, die nur die 0 enthält, nach Definition von abgeschlossen schon abgeschlossen sein muss. Das heißt, die Menge, die nur die 0 enthält, ist gleichzeitig offen und abgeschlossen. Das heißt, x zusammen mit der diskreten Topologie ist kein zusammenhängender Raum. Okay, anderes Beispiel. Wir betrachten wieder die Menge, die nur die 0 und die 1 enthält, als unser x. Und als unsere Topologie definieren wir jetzt t als die Menge, die die leere Menge enthält, die ganz x enthält und die Menge, die nur die 0 enthält, enthält. Dann ist das ein zusammenhängender Raum. Denn wenn wir jetzt x ohne die Menge, die nur die 0 enthält, betrachten, dann ist das kein Element in t. Also das wäre dann keine offene Menge. Und so können wir das Problem quasi lösen. Also das wäre ein Beispiel für einen zusammenhängenden Raum. Okay, nächste Definition, sei x wieder ein topologischer Raum, dann heißt x Weg zusammenhängt, wenn wir zwischen zwei beliebigen Punkten in x immer einen Weg finden. Also die Definition ist vielleicht ein bisschen einfacher. Und jetzt zu ein paar Eigenschaften der Fundamentalgruppe. Also eine ganz grundlegende wichtige Eigenschaft ist, dass wenn x ein wegzusammenhängender topologischer Raum ist, dann ist die Fundamentalgruppe unabhängig von ihrem Grundpunkt. Also wenn wir zu unserem Beispiel R kreuz R ohne 0 zurückkommen, wir wissen, egal welche zwei Punkte wir hier wählen, wir finden immer einen Weg dazwischen. Das kann man sich, glaube ich, anschaulich recht schnell klar machen. Das heißt, es ist aber auch egal, ob wir unseren Grundpunkt hier wählen oder hier oder hier oder hier, wir kriegen immer die gleiche Fundamentalgruppe raus. Okay, nächste Eigenschaft. Sind x und y zwei topologische Räume und phi eine stetige Abbildung von x nach y und haben wir einen Punkt p in x, dann können wir uns eine Abbildung phi Raute definieren von der Fundamentalgruppe von x zum Grundpunkt p in die Fundamentalgruppe von y zum Grundpunkt phi von p, und zwar so, dass eine Äquivalenzklasse Alpha abgebildet wird auf die Äquivalenzklasse phi von Alpha, und dann ist phi Raute ein Homomorphismus. Mit anderen Worten, wenn wir zwei topologische Räume haben und eine stetige Abbildung zwischen diesen topologischen Räumen, dann induziert das einen Homomorphismus auf den Fundamentalgruppen. Phi Raute nennen wir dann auch induzierten Homomorphismus. Okay, und das war erstmal alles, was ich zur Fundamentalgruppe sagen wollte. Ich glaube, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die Sache mit den Wegen, dass Wege Abbildungen sind und mit diesen Zeitintervallen 0, 1 und so. Ich glaube, das muss man ein bisschen sacken lassen vielleicht. Aber wenn man es hat sacken lassen, ich glaube, dann kann man das Ganze auch genießen, weil ich finde es einfach richtig cool, wenn wir einfach in irgendeinem Raum sind und da können wir die Menge aller Wege betrachten, die wir laufen können, und gucken, was davon homotop ist. Ich finde das schön. Ich finde, ich habe da direkt so eine Landschaft im Kopf, die ich mir vorstellen kann und mir vorstellen kann, wo ich langlaufen kann, und keine Ahnung, ich finde es toll. Naja, wie auch immer, ich hoffe, es war alles verständlich. Du kannst diesen Kanal gerne unterstützen, indem du likest, kommentierst, abonnierst, die Glocke anmachst mit den Benachrichtigungen, indem du Patreon wirst, indem du mir eine Spende via PayPal zukommen lässt oder indem du bei More Nutrition mit Code Knusper bestellst. Code Knusper gibt dir 10% Rabatt und mir eine kleine Provision. Ich schreibe auch alles nochmal in die Beschreibung rein. Und das war's. Bis dann.